Ja, das sind jetzt die Fundamente für meine Einfahrt. Das sind jetzt schon richtig, also 60 cm tief. Und da kommt auch noch Eise rein, weil das muss dann schon halten. Ne? Nicht, dass es dann mal umfällt, wenn das Tor aufmacht, das wäre ja peinlich. Ja, und der Betonmacher, das ist halt auch eine Arbeit, die ich in Deutschland nicht habe. Weil in Deutschland bestelle ich Fertigbeton bei meiner Firma, der Lader gehört. Ich kriege da 40%, also 60 Euro statt 100 Euro. Und hier der Kubik, ich habe mal geguckt, aber die fahrt hier vermutlich nicht drauf, wegen dem Gewicht und allem, wegen dem Straßenzustand. Auf jeden Fall kostet der Kubik Beton 150 Euro. Und da kriege ich eine Palette, ja, eine Palette Zement hier. 50 Sacks sind da Probe. Da kriege ich halt 3 Kubik oder 4 Kubik raus mit dem Geld. Und das ist halt eine Arbeit, das ist halt. Macht aber jeder in Ungarn, wenn man so rumfährt, die machen ihren Beton fast alle selber oder eigentlich alle privat, die wo privat bauen. Das können sich nur die großen Firmen erleichtern, Mischwader oder so. Also ich habe sogar schon eine Bodenplatte gesehen, jemand, wo eine Bodenplatte so betoniert mit dem Mischer. Und eine Decke oder eine Decke vom Haus oder so, alles schon. Hat man ja bei uns in den 60er Jahren immer gemacht. Ist halt eine saure Arbeit, vor allem wenn man natürlich wieder alleine ist. Au, falsch steht die Wurst, wie man sie da in der Mitte seite steht. Das sind ja Hohlstollen. Wasch es trocken, aber wenn es jetzt nicht macht, dann vergesse es. Als nass halten. Nass trocken. Dann ist es vorne. Einigermaßen an der richtigen Weg. Roller hinter.
Da ist ein Einbrecher mal über meine Mauer geklettert und dann Mauer umfällt. Dann verklagt er mich noch. Ja, ist halt ein bisschen, dass er ein bisschen hebt. Die Pfeile machen ein bisschen mehr. Klar, da hängt noch dieses Tor dran. Und dahinter ist halt, dass er nicht wegdrucken kann. Da könnte ich schon noch ein paar mehr stecken, zwei Stück oder so. Ich gucke gerade mal, ob ich noch einen habe. Schon ein bisschen wenig. Ich kann einen Oberabflexer nochmal verwenden. Die braucht nicht so lang sein. Lange von der hohen Schicht, 25 cm, 30, wenn 30 rausguckt, die kann ich auch darüber verwenden.